Mahlzeit, ich glaube, Wiener Knochen wieder hier. Ich gebe mal eben kurz durch, was passiert ist. Also, mir wurde eine Basis abgenommen, und zwar die. Und das nachkommentiert er natürlich, weil das ist in letzter Zeit für mich ein bisschen einfacher nachzukommentieren, als wenn ich jetzt ständig darauf warte, dass irgendwas passiert und so. Das heißt, es ist schneller, ich kriege mein Aufnahmeprogramm schneller an, als jetzt hier das zum Beispiel noch zu quatschen. Und ich kann auch nicht immer quatschen, weil halt irgendwelche Nebengeräusche sind und so, die ich jetzt nicht ausstellen kann. So, folgendermaßen, ja, haben sie mir die Basis abgenommen. Ich habe versucht, die zurückzuholen. Ich kann gleich schon sagen, es hat nicht funktioniert, weil sich das so lange hingezogen hat, ja, über eigentlich den ganzen Tag verteilt, sodass ich mich schon geärgert habe, dass am Ende, ey, echt, da standen noch, ich glaube, 4 Flaks. Und es war nicht möglich, mehr Leute dazu zu bekommen, hier mit zu helfen. Letzten Endes kannst du ja auch nicht von jedem verlangen, ey, hier, komm mal, die haben mir eine Basis abgenommen, ich will die wiederhaben, ne, um mich hier zu rächen. Das ist natürlich alles nicht so einfach gewesen und, ja, letzten Endes war es so, dass sich das... Ich glaube, wann habe ich denn angefangen? Ich habe zwischendurch immer mal wieder reingeguckt, aber es waren schon mehrere Stunden, die ich damit verbracht habe, Truppen zu produzieren und zu versuchen, überwiegend alleine, hier ranzugehen und die wiederzuholen. Und ich glaube, am Anfang waren es 14 oder 16 Flaks, habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Als ich das hier aufgezeichnet habe, da waren ja schon ein paar weniger. Und habe noch eine Flower gebaut, oder zwei hatte ich am Ende, glaube ich. Das hat natürlich so nicht gereicht. Pass auf, und dann wollte ich nochmal ran, den Rest dann fertig machen, ey, und da standen da plötzlich 18, 20 Flaks wieder, ne, und Abwehr, und ich dachte mir, scheiße, jetzt haben wir den Punkt verpasst, um das noch zurückzuholen, und das war so brutal ärgerlich, ich war wirklich frustriert, ich musste dann auch erstmal gehen, ja, ich weiß, dass, da ist ja niemand dran schuld, ja, ich meine, mein Fehler war, ich hatte am Anfang einen Haufen Schrott gebaut, also ich habe hier nur Schrottflaks hingestellt gehabt. Ein Kollege war der Meinung, ich habe da nur einfache Flaks gehabt. Es waren keine einfachen, es waren nur keine gepanzerten. Ja, so wie da jetzt zum Beispiel zu sehen war. Ich habe nur Doppelflaks gebaut, also mit 50% mehr Reichweite und dreifacher Waffenstärke. Er hat aber keine Panzerung gebaut. Das kann man hier, kann man sich das ja noch aussuchen. Bei Desert Order zum Beispiel muss man erst eins bauen und dann das andere. Hier hat man noch die Möglichkeit zu wählen. Und ich habe zwar also mehr Reichweite gehabt und so, aber halt dieselbe Panzerung wie bei den Pappflaks, die man üblicherweise hat. Und deswegen haben die irgendwann, und ich habe die schon mal ausgebaut, die waren schon mal an der Basis, das weiß ich noch. Und da hatte ich, glaube ich, 4 stehen oder so, ne. Ja, jedenfalls bin ich dann halt runter, habe versucht die ganze Zeit das einzuholen. Dann kamen die natürlich, um zu helfen hier, die Kollegen, aber das hat auch nicht gereicht, weil die dann halt echt nicht viele Truppen hatten. Und zu dem Zeitpunkt, jetzt sind wir mehr hier auf der Karte, weil mehr Leute dazugekommen sind, auch die, die jetzt auf der Karte sind hier. Weil, ja, ist die, wo halt noch am meisten los ist gerade. Zu dem Zeitpunkt waren es jedenfalls weniger hier und es war auch zu Zeiten, wo halt andere nicht da waren und so. Und da ich im Moment frei habe, konnte ich natürlich meine Zeit vertrödeln mit dem Schrott. Und ja, aber wie gesagt, es hat nicht gereicht. Also habe ich dann versucht, auf der anderen Seite eine Basis zu nehmen, nämlich da, wo meine drei, also auf der anderen Flussseite, da, wo meine drei anderen Basen sind. Das war auch so ein Ding. Oh, da gab es noch echt Stress, also mit meiner Madame am Ende. So, ich habe da halt gespäht, so wie ich habe gesehen, es sind noch 12 Flaks, 12 oder 13 Flaks waren es am Anfang. Und dann sind wir da hin, haben auch mehr mitgeholfen, weil wir zudem dann ja auch mehr Leute hier waren, ne? Und haben das dann durchgezogen und ich glaube dreimal mussten wir ran. Beim ersten Mal waren wir nicht so viele, ich weiß gar nicht, wie viel mitgeholfen haben. Naja, jeder, der irgendwie konnte, ne? Nochmal danke an alle, die da mitgeholfen haben. Und ja, erst, glaube ich, 4 weggehämmert, dann nochmal den Rest, pass auf. Und dann stehen wir da am Ende mit 1,5 Flaks. So. Ich gebe es jetzt mal. Normalerweise sage ich jetzt nicht so aus meinem Privatleben, aber sie hat den ganzen Tag gekocht. Ja, sie hat die vorbereitet, das war ein relativ kompliziertes Gericht, also jedenfalls zeitaufwendiger war. Hat das vorbereitet, hat schon vorgekocht und hat dann so fertig gemacht. So, und wann willst du denn essen? Dann meinte ich, nur ein bisschen Zeit haben wir noch, ne? Und hab dann da weitergemacht, hier im Spiel. Und jedenfalls meinte ich dann so, ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir essen so in 10 Minuten? Da war eine Pause zwischendurch hier, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal, also ich baue jetzt nur noch und dann fahren wir nochmal ran und dann holen wir den Rest, ne? So, das Bauen hat aber schon 10, 12 Minuten gedauert und sie hatte dann schon angefangen, den Rest vorzubereiten, damit wir eigentlich essen können. Und dann hab ich gesagt, du, ich kann jetzt nicht, ich muss das hier fertig machen. Weil ich mir dachte, 1,5 Flaks, ja, also eine Flak mit 50% und die andere halt noch voll. Dachte ich, da gehe ich jetzt nicht weg, ja. Und ich wusste auch nicht, ob die anderen, keiner von den anderen wollte die Basis haben oder hätte sie vernünftig ausbauen können, weil das Problem war, dass im Rücken lauter Gegner sind. Das heißt, sie muss vernünftig ausgebaut werden. Aber entweder hatten sie kein Gold oder konnten halt keine weitere jetzt erstmal nehmen.
Und ich dachte mir so, Scheibenkleister, ja, da muss doch irgendwas zu machen sein. Das geht nicht, dass sie jetzt irgendwie hier einfach rumsteht. Hab ich gesagt, pass auf, ich mach das jetzt fertig und dann können wir essen. Und weil ich schon mehrmals versprochen habe, wir können gleich. So, und dann, ja, naja, mach mal, ne? Also, hat sie sich ruhig verhalten, aber man hat schon gemerkt, es brodelt in ihr. Ich dachte, jetzt musst du den Scheiß schnell fertig machen. Und haben das dann fertig gemacht. Ich habe mich bei den Leuten bedankt. Ich bin reingefahren, habe halt die Basis genommen. Bauschleife auf Flak und so. Leider auch nur jetzt mit verstärkter Panzerung, weil dann noch die andere Basis direkt daneben ist von dem anderen Typen oder von dem Typen. Ne? Das heißt, die müsste auch noch einer holen, bevor ich hier dann Elite daraus machen könnte aus den Flaks. Aber ist gut, ich habe jetzt 25 Stück oder so da stehen und baue ja weiter. Und ja, dann können wir jetzt essen. Also, ja, ich bin gerade so richtig sauer, weil du hast gesagt, wir machen das dann und dann und du hängst jetzt den ganzen Tag schon an diesem Spiel und gestern auch. Und dann dachte ich mir, stimmt, sie hat eigentlich recht. Und alles, was ich sagte, hat überhaupt nichts gebracht, weil ich dachte mir so, sie macht sich die Mühe. Ja, hat ja frei. Sie hat auch viel Stress auch auf Arbeit und alles so gehabt und wollte einen Tag mal ein bisschen Ruhe haben und muss sich dann darüber aufregen, weil ich hier die ganze Zeit an diesem Kackspiel hänge. Ja, und da hat sie recht. Und es ist nicht so, dass ich ein Pantoffelheld bin, nur ich habe dann auch selber bemerkt, ey, ich hänge hier einfach zu lange an diesem Spiel. Ich versuche hier krampfhaft auch irgendwas zu machen. Ich fühle mich auch so ein bisschen, ja, fast bedrängt, weil ich der Einzige bin, der auch immer so viele Videos von dem Spiel hier macht, sodass ich denke, es ist meine Pflicht, das zu machen. Aber ich muss das gar nicht. Mein Gott, denke ich mir, wenn 5 Tage nichts aufgenommen wurde, dann wurde 5 Tage nichts aufgenommen. Dann ist das halt so. Ja, aber ich wollte einfach jetzt diese 1,5 Flaks da nicht so stehen lassen und dann, dass irgendein Gegner die vielleicht nimmt, weil keiner von uns die weiter hätte nehmen können. Und dann dachte ich mir, das geht nicht, ich muss das jetzt machen. So, und habe mich dann halt jedenfalls selber über mich so geärgert, dass ich mir dachte, das mache ich nicht nochmal. Also, dann greife ich halt nicht an, wenn ich weiß, in 20 Minuten ist Essen fertig und sie hat sich da schon eine Weile mit beschäftigt und ich hänge hier sowieso schon seit 3-4 Stunden insgesamt im Spiel. Ja, dann mache ich das einfach nicht mehr. Und, also, vielleicht können das einige nachvollziehen, aber so ist das halt, wenn man noch zwischenmenschliche Beziehungen hegt und pflegen will, jedenfalls, ja. Und, ja, muss ich halt auch kürzer treten. Ich meine, letzten Endes ist das nur ein Spiel und wenn es nicht geklappt hätte, hätte es nicht geklappt, dann hätte ich halt diese Basis nicht geholt und fertig, ne. Man muss auch mal geistig abschalten können, ohne sich hier selbst unter Druck zu setzen und jedem irgendwas versuchen, hier recht zu machen und so, ne. Und, ja, das war halt echt ein bisschen blöd. Also ich habe mich auch selber geärgert, über mich selber, ne. Und ja, trotzdem, ich meine, ich habe die Basis jetzt geholt, aber habe mich jetzt dazu entschlossen, mich darauf zu konzentrieren, anderen zu helfen. Ja, zur Not stelle ich mal irgendwo meine Flower hin und dann schießen die halt auch ein bisschen, wenn ich nicht da sein kann oder schicke halt nur Truppen los, aber ich werde erstmal hier keine Basis holen. Weil ich glaube, andere sind da ein bisschen schneller vielleicht, können auch mehr investieren, hier auch zeitlich, als ich das jetzt kann und will. Und ja, so ist das eigentlich gewesen. Ansonsten gibt es jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Haben halt viele mitgeholfen. Wie gesagt, nochmal besten Dank an alle, die geholfen haben. Auch die jetzt nicht Deutsch sprechen. Ihr könnt das irgendwie nachvollziehen, glaube ich. Ne? Danke, danke. Und ja, also war echt ein bisschen ärgerlich für mich. Und halt auch so ein Punkt, wo ich dachte, ey, ich lasse mich zu sehr hier, ich bin zu sehr vereinnahmt hier von, ne? So, und ich kann das halt dann einfach nicht machen. Also ich kann dann nicht hier jetzt nochmal irgendwie 5 Stunden, 6 Stunden am Tag und so da was schreiben. Und für die, die vielleicht denken, ich ignoriere hier einige Sachen, die geschrieben werden. Ich kann halt nicht auf alles antworten, weil manche schreiben einfach ununterbrochen hier und quatschen mich halt faul. Ist ja okay, ich kann es verstehen, ja, ihr kennt mich jetzt hier von YouTube und so. Aber es ist einfach auch zu aufwendig. Ich kann nicht jedes Mal irgendwas schreiben hier, nur weil einer irgendwie dann was sagt. Ich weiß, gestern zum Beispiel hat einer hier, ich sag jetzt nicht wer, ich habe noch kurz reingeguckt und dann, Knochen, bist um diese Uhrzeit noch on? So spät. Oder irgendwie sowas in der Art, ne? Und ich denke so, ja, ich wollte nämlich gerade das Spiel schließen. Habe ich natürlich auch nicht geantwortet. Ich gesagt, bin jetzt sowieso weg eigentlich und also Feierabend, ne? Und ja, das war's halt. Und da dachte ich mir, also das war ärgerlich für mich, weil der Tag eigentlich so ganz nett verlief. Und dann dachte ich mir so, mein Gott, ich muss mal hier ein bisschen kürzer treten. Wenn ich drin bin, bin ich drin und ansonsten Pech gehabt, ne? Und wenn ich eine Basis verliere, verliere ich halt eine Basis. So ist das Spiel. Ja, und ich hoffe natürlich auch darauf, dass die anderen jetzt ein bisschen stärker werden. Deswegen werde ich mich darauf konzentrieren, dass andere stärker werden. Für mich ist das okay hier. Ich muss ja auch, die Basen müssen ja auch verteidigt werden, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. So, ja, ansonsten könnt ihr euch den Rest gerne noch reinpfeifen. Ich bin dann erstmal, ja, hier weg. Wie gesagt, viel Spaß noch beim Rest des Videos. Wir sehen uns beim nächsten. Haut rein, bis denn dann und ciao, ciao.
Thank you.